Maria Magdalena hat in der Kirchengeschichte sehr viele unterschiedliche Gewichtungen erfahren. Wir würden gerne diese Figur aus der sogenannten esoterischen Ecke herausholen und sie auf den Boden der Evangelien zurückführen. Also keine Spekulationen, wer diese Maria tatsächlich war. Wenn man auch nur die kanonischen Evangelien betrachtet, so sieht man ganz deutlich, dass diese Frau eine ganz entscheidende Rolle an der Seite von Jesus Christus gespielt hat. Wer war da unter dem Kreuz neben Johannes und der Mutter Maria? Wer hat dieses leere Grab entdeckt? Und wem wurde die transzendente Existenz von Jesus Christus in diesem Satz Noli me tangere als erstes offenbart? Es war Maria Magdalena. Was passiert eigentlich abseits der bekannten Stationen in der Passion? Da gibt es ja eine Geschichte und die wird ganz stark von den Frauen um Jesu bestimmt. Wir haben uns bei unserer zweiten Uraufführung bei unserem Festival in Retz für Wolfram Wagner als Komponisten entschieden. Ein Komponist, der sehr erfahren im Umgang auch mit Kirchenmusik ist. Das Faszinierende an dieser Libretto-Idee ist, dass die Geschichte, die wir alle kennen, von der Sicht der Frau erzählt wird, dass wir drei große Frauenrollen hier haben, Maria Magdalena, Maria die Mutter und Martha. Es handelt sich hier ja um eine Kirchenoper, was Besonderheiten mit sich bringt, besondere Möglichkeiten. Einerseits die Akustik der Kirche, Chor durch das Kirchenschiff bewegen zu lassen, zum Beispiel eine Soloflöte irgendwie aus der Ferne spielen zu lassen, die Orgel mit einzubeziehen. Aber was für mich durchaus auch erfreulich ist, ist, dass ich die Sänger, die für diese Produktion vorgesehen sind, kenne, ihre Besonderheiten kenne und somit auch auf diese während der Komposition eingehen kann. Nicht nur auf die Bühnenfigur, sondern auch auf die Stärken der jeweiligen Person, die hier tatsächlich auf der Bühne steht. Für dieses Wagnis, die Uraufführung von Maria Magdalena beim Festival in Retz, brauchen wir Unterstützung. Wir wollen unseren Künstlerinnen und Künstlern die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen und deshalb bitten wir Sie, hier die Crowdfunding-Kampagne beim Bank Austria Kunstpreis mit zu unterstützen. Es wird sehr leidenschaftliche Musik sein. Es wird große Chorszenen geben, große Arien geben, große Oper. Und es wird Musik sein, die vor allem die besonderen Möglichkeiten des Kirchenraumes ausnutzen wird.